Community, was geht ab, Leute? Ich habe den Impuls bekommen, mich hinzusetzen und ein Vollmond in Waage-Reading zu machen. Und zwar habe ich ja hier dieses wunderbare Moonology-Deck. Ja? Und da habe ich mir gedacht, okay, ich ziehe die Vollmond in Waage-Karte raus. Wir lesen im Buch, was dazu steht. Ja? Was ist der Impuls für heute? Und dann ziehen wir Mondenergien und gucken, was Tarot zu sagen hat. Vielleicht könnt ihr da eine gute Botschaft fürs Manifestieren, wenn ihr Mondmagie macht, oder für den neuen Mondzyklus mit rausnehmen. Ich bin gespannt, Leute. Jedenfalls, diese Karte hier heißt Beide Seiten gewinnen. Ja, und das ist das Sternzeichen Waage. Da geht es tatsächlich auch immer um Fairness. Und man ist so lange unschuldig, bis man schuldig gesprochen wird. Von daher, lasst uns gucken, lasst uns sehen. Diese Karte verweist entweder auf den Beginn einer neuen oder auf die maßgebliche Veränderung einer bereits existierenden Beziehung, vielleicht ihr Ende oder ihre Erhöhung auf eine neue Ebene der Hingabe. Okay. Menschen treten immer aus einem bestimmten Grund in unser Leben, manchmal nur für eine kurze Zeit. Wenn eine Partnerschaft jetzt endet, dann geschieht dies zum richtigen Zeitpunkt. Kämpf also nicht dagegen an. Die Karte kann auch eine berufliche Beziehung betreffen. Mit ihr schwingt die Notwendigkeit, dass du ein Gleichgewicht schaffen sollst zwischen den Bedürfnissen deines Egos und dem deiner Mitmenschen. Confirmation! Ein Win-Win-Ergebnis im Geben und Nehmen ist möglich. Stimm dich auf den Mond ein, lass das los, was ohnehin von dir abfällt. Weitere Bedeutungen sind, sieh andere mit den Augen der Liebe, damit wird sich deine Perspektive von Grund auf verändern. Es ist Zeit, eine verbindliche Entscheidung zu treffen. Du solltest dich eine Weile auf dich konzentrieren, aber werd dabei nicht eitel. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine Rundum-Erneuerung. Okay, Leute, hört sich für mich ein bisschen nach Full Circle an. Ja? Dass die, also wie ich eben gesagt habe, die Sachen, mit denen man jetzt nichts mehr anfangen kann, die lässt man eben im alten Mondzyklus und bereitet sich auf das Neue vor. Und so mache ich persönlich es tatsächlich auch. Ja? Sechs der Schwerter auf der Rückseite des Decks, Leute. Das ist auch etwas hinter sich lassen und zu friedlicheren Gewässern quasi voranschreiten. Lasst uns gucken. Was muss die Community für den Vollmond in Waage wissen? König der Schwerter, das ist Wassermann-Energie. Definitiv strategische Energie, das sollte euch als Luftzeichen nicht so schwer fallen. Strategisches Vorgehen, aber auch extreme Loyalität. Zwei der Kelche, Leute. Buzzer Time! Zwei der Kelche. Und die Königin der Münzen auf dem Kopf mit den zwei der Münzen auf der Rückseite des Decks. Das finde ich interessant. Es kann also tatsächlich hier eine Bindung betreffen zwischen einem König der Schwerter und einer Königin der Münzen, die gerade auf dem Kopf steht. Ja, König der Schwerter ist immer jemand, der sehr distanziert und sehr kühl ist, dennoch aber mega loyal. Ein Stratege, jemand, der nicht unbedingt wie der König der Kelche dir den ganzen Tag sagt, wie toll und wie super du aussiehst und weiß ich nicht was. Das ist jemand, der das eher nach innen trägt, der aber ein Macher ist, ja, der seine Energie oder seine Zuneigung dir gegenüber anders zeigt. Ja, und das ist, was viele Leute verkennen. Jemand muss dir nicht den ganzen Tag verbal sagen, oh, du bist so toll, du bist so toll. Lasst lieber die Aktionen von einem Mann oder von einer Frau euch gegenüber sprechen. Ja, weil Taten bedeuten oder wiegen immer schwerer als Worte, Leute. So, für diejenigen, die sich jetzt aber hier nicht in der Bindung befinden mit jemandem, für die ist es wichtig, dass ihr diese Attribute vom König der Schwerter eben euch aneignet, ja, strategisch vorzugehen. Loyalität, was ist dein Gefühl von Loyalität? Wie wichtig ist dir Loyalität? Und wenn es dir super wichtig ist, strahlst du das auch aus, beziehungsweise bist du in der Lage, das auch mit an den Tisch zu bringen? Oder musst du daran vielleicht arbeiten? Dann ganz klar für einige von euch, Venus in Krebs, kann es sehr gut sein, dass einige von euch hier eine Bindung zu jemandem heilen, ja?
Oder aber auch für einige von euch, dass ihr ein Auge aufs Häusliche werfen müsst. Also ich habe zum Beispiel eben eine private Legung mit jemandem gehabt und da habe ich gesagt, ich werde jetzt noch YouTuben und dann werde ich meinen Vollmondputz machen. Das ist genau das, ja. Venus in Krebs. Krebs ist immer ganz häuslich. Ist jemand, der sehr darauf achtet, wie ist es bei ihm zu Hause, was da für eine Atmosphäre und all sowas. Und zum Vollmond, vielleicht müsst ihr jetzt auch noch einmal wirklich Sachen rausräumen, vielleicht die Fenster putzen, Staub wischen in den Ecken, all solche Sachen, ja. Dann haben wir die Königin der Münzen auf dem Kopf. Die Königin der Münzen auf dem Kopf kann jemand sein, der zu materiell ist oder instabil. Ja, vielleicht ist jemand hier extrem materiell, weil er das selber so nicht kennt oder sich selbst nicht bieten kann. Und hat quasi in dieser Sache eine Instabilität. Es kann aber auch sein, dass hier jemand immer wieder schwankt zwischen dem Materiellen und dann eben diese Realisation, eigentlich ist es doch gar nicht so wichtig, weil eigentlich wünsche ich mir was anderes und dann wiederum, nö, aber die Leute können mir nur ihre Liebe zeigen, indem sie eben das und das und das und das auf materieller Ebene für mich tun. Ja? Hier ist auf jeden Fall Instabilität in etwas. Wir gucken gleich mal, ob uns das Deck mehr Informationen gibt. König der Schwerter. Der Narr. Wer auch immer hier jemanden vielleicht neu in sein Leben lässt, vielleicht nach einer Phase der Trennung, ja, seid hier wirklich vorsichtig. Der Narr ist jemand, der ziemlich naiv ist. Ja, der ist ziemlich naiv, leichtgläubig, juhu, juhu, ich gucke in die Luft und falle dann die Klippe runter. Ja. Missachtet nicht das Offensichtliche, super wichtig, und strahlt definitiv auch das aus, was ihr gerne bekommen würdet. Der Eremit als zweite Karte raus, das ist Jungfrauenenergie. Mit dem Tod auf der Rückseite des Decks. Für einige von euch kann das hier bedeuten, dass ihr einen Neuanfang machen müsst, der mit Rückzug, Isolation und Einsamkeit zu tun hat. Ja, heißt also ihr alleine, um zwei der Kelche anziehen zu können. Denn hier passiert eine Transformation. Und dahinter haben wir den Ritter der Stäbe. Das heißt also mehrere Möglichkeiten. Es kann sein, dass sich im neuen Mondzyklus für euch neue Möglichkeiten ergeben. Wenn ihr in der Lage seid, das Alte loszulassen. Zumindest für jetzt. Ja, wenn Leute loslassen hören, dann kriegen die alle immer Panik und Hitzeschübe und Schnappatmung und Leute, loslassen bedeutet nichts anderes als etwas loszulassen. Das heißt nicht, da steht nicht hinter, loslassen bedeutet gleich für immer und ewig. Ja, das heißt, du lässt es jetzt los. Das heißt nicht, dass es nicht in Zukunft nochmal zu dir kommen kann. Zwei der Kelche. Platz fürs Neue schaffen, höre ich. 10 der Stäbe. Es kann auch sein, dass hier jemand seine Gefühle zurückhält, weil der König der Schwerter, wie ich am Anfang gesagt habe, ist nicht jemand, der die Gefühle immer offenbart und sagt, ja. Wir haben 6 der Münzen, nicht 6 der Münzen, den Bube der Münzen, den Hierophant und dann hier die 6 der Münzen auf dem Kopf. Hier ist jemand, der sich definitiv eine Bindung wünscht, aber vielleicht nicht in der Lage ist, gerade seine Energien zu balancieren mit 10 der Stäbe. 10 der Stäbe ist nämlich eine Last. Es kann sehr gut sein, dass hier jemand eine Last trägt, von der ihr nichts wisst, vielleicht eine finanzielle Last oder irgendwie sowas. Und der ist aber nicht in der Lage, die Sache hier vernünftig zu balancieren. Oder ihr müsst im. Einige von euch könnten im neuen Mondzyklus oder müssten für diesen Zyklus quasi darauf achten, dass wenn sie jemanden kennenlernen und diese Person kommt ihnen vor als jemand, mit dem man etwas Ernstes aufbauen kann, dass ihr dann nicht die Balance verliert. Ja? Nicht alles da, alle eure Energie gebt ihr da rein und ja und alles andere um mich herum vergesse ich. Ja, davon kenne ich super viele Menschen, die vernachlässigen dann, was sie selber auf der Liste haben, Job, Hobby, was weiß ich, Freunde, Familie, weil nur noch diese Person im Fokus ist. Und das ist überhaupt nicht gut, das ist mega unausgeglichen. Das wäre vielleicht auch ein Grund dafür, warum die Königin der Münzen hier auf dem Kopf erscheint. Und das ist tatsächlich auch etwas,
Es gibt dafür einen Begriff, das ist nämlich irgendwie, das, wenn ich jetzt wüsste, wie dieser Begriff auf Deutsch heißt. Es gibt dafür einen Begriff, weil das ein wenig krankhaft ist. Ne? Also es kann tatsächlich Jahre und Wochen und Tage dauern, bis manche Menschen sich von diesem Zustand erholen. Das ist dieses Idealisieren von einer Person und alles um sich herum dann vergessen. Also wer hier dieses Ding hat, das ist definitiv etwas, woran gearbeitet werden muss. Und andere von euch müssen wiederum vielleicht an ihrer Stabilität arbeiten, weil jemand gerade nicht in der Lage ist, euch die Aufmerksamkeit zu geben. Ihr müsst vielleicht Stabilität für euch. Ja, Leute, guckt das. Oh mein Gott! Zwei der Stäbe mit 9 der Münzen. Und das ist genau das. Ihr müsst euch aktiv dazu entscheiden, in eurer eigenen Unabhängigkeit stehen zu bleiben, ja, oder beständig zu bleiben, wenn euer Gegenüber oder die Person, die in euer Leben tritt, vielleicht in Zukunft, wenn ihr gerade keinen habt, dass ihr nicht alles um euch herum vergesst. Ja, es ist ganz wichtig, dass ihr hier an eurer eigenen Unabhängigkeit weiterhin arbeitet, besonders für diejenigen, die vielleicht selbstständig sind oder die sich ein zweites Standbein aufbauen oder sonst irgendwas. Vergesst das nicht, nur weil jemand in euer Leben tritt. Und es kann sein, dass sich hier jemand vielleicht ungerecht behandelt fühlt, weil er eben nicht als Priorität genommen wird, weil jemand anders genau das macht. Er vergisst seine eigenen Sachen nicht, nur weil ihr in euer Leben, in das Leben getreten seid. Es kann sehr gut sein, dass sich hier jemand ungerecht behandelt fühlt, weil keine Balance da ist. Ja, aber das ist genau das. Ich sag immer, Leute, ihr müsst gucken, dass ihr auf der gleichen Frequenz miteinander arbeitet. Heißt also, wenn dein Mann oder deine Frau hier ist, ja, und sich auf seine Sachen in erster Linie oder ihre Sachen in erster Linie konzentriert, damit der Geldfluss stimmt, damit die Stabilität für die Zukunft stimmt, ja, und du schwebst hier, weil du beleidigt bist, dass du keine Aufmerksamkeit bekommst, du hast aber eigentlich selber 584 Sachen auf der Platte, die du erledigen müsstest, aber du machst es halt nicht, weil du denkst den ganzen Tag nur an deine Person und bist halt eben auch beleidigt, weil er dir keine oder sie dir keine Aufmerksamkeit schickt. Dann guck bitte hier die Differenz. Wer muss wohin gehen? Musst du vielleicht hochgehen und dich mal um deine Sachen kümmern und verstehen, dass er oder sie nicht der Mittelpunkt der Erde ist? Oder muss deine Person ihre Sachen fallen lassen, damit er sich zu dir runter auf diese Ebene begeben kann? Ganz klar musst du aufhören, dein ganzes Universum um diese Person drehen zu lassen und dein Game ein bisschen hochschrauben, dich auf an erste Stelle stellen und dann die Beziehung oder was auch immer das ist, ja, das Kennenlernen oder was auch immer, dann seid ihr nämlich auf gleicher Ebene. Ja, und dann drehen sich hier diese 6 der Münzen in eine Richtung, wo man sagt, okay, jetzt gerade habe ich ein bisschen mehr Luft, wir können uns sehen, wir können uns treffen. Und wenn wir uns nicht sehen und nicht treffen, dann vermissen wir uns zwar, aber wir wissen auch beide, wofür es gut ist, nämlich für eine stabile Zukunft. Und dann könnt ihr auch mal im Umkehrschluss überlegen, ja, wenn ihr euch mal in die Augen von eurer Person versetzt, wie würdet ihr euch selber sehen, wenn ihr so needy seid und Mano, du arbeitest die ganze Zeit und verdienst immer nur Geld, damit du in Zukunft sicher dastehen kannst und ich werde nie beachtet. Leute, wenn ihr den ganzen Tag Entertainment haben wollt von einer anderen Person, dann müsst ihr euch jemanden suchen, der arbeitslos ist, der keine Ziele im Leben hat, der arbeitslos ist, der niemals arbeiten gehen möchte oder sich niemals selber irgendwas aufbauen möchte, der den ganzen Tag nichts zu tun hat als Däumchen drehen. Von so einer Person könnt ihr den ganzen Tag berieselt werden und gefeiert werden und bejubelt werden und hochgehoben werden. Nur mit so jemandem funktioniert das. Ja, und jemand, der selber Ziele hat, der findet es attraktiv, wenn er jemanden kennenlernt, der auch Ziele hat, der das versteht. Bitte, Leute, hört auf mit dieser Bedürftigkeit und diesem ewigen, extremen Needy-Sein und bedürftig, bedürftig, bedürftig und da, und dann auch noch völlig zu verkennen, dass man total bedürftig ist mit dem, wie man sich zeigt. Ja, oder dass man diesen Vibe rübergibt. Leute, bitte für diesen Vollmond, lasst die Bedürftigkeit im alten Mondzyklus. No more Bedürftigkeit. Okay, Hashtag no more Bedürftigkeit. Leute, ich hoffe, das leuchtet jedem ein. Wirklich, das ist wirklich keine schöne Energie. Ich gucke mal, ob ich noch eine Mondkarte ziehen kann. Glaub an das Unmögliche. Blauer Mond. Da geht es ums Manifestieren, ja, weil das erscheint dem Menschen immer unmöglich.
Glaube an das, was du für dich manifestieren möchtest und zweifle es nicht an, nur weil es in der 3D noch nicht erschienen ist. Und das Ziel ist fast erreicht. Zunehmender Dreiviertelmond und eine neue romantische Phase. Neumond in der Waage. So Leute, ich lasse euer Reading hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Abonniert vor allen Dingen mal. Das ist hier nämlich auch so eine Sache, was mir hier auf diesem Channel auffällt. Ihr kommt alle immer wieder jeden Tag regelmäßig gucken, aber wollt mir hier hatermäßig kein Abo dalassen, Leute. Was ist das denn für ein Vibe? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist Loser-Energie. Okay, Leute, abonniert meinen Channel, wenn ihr sowieso immer wieder kommt, um zu gucken. Und ich kann das sehen. Okay, I can see it. I see it. Das ist doch Wahnsinn. Ich kann nicht glauben, dass ich irgendwie fast viermal so viele Views habe von wiederkehrenden Menschen auf meinem Channel als Menschen, die mich abonniert haben. Y'all seem to be some haters, okay? So, Leute, jetzt bin ich wirklich weg. Bye!